Fingernägel und das passende Outfit gehören zusammen. Mehr noch, sie sollen sich ergänzen. Das zumindest rät Modedesigner Thomas Rath. In Düsseldorf präsentierte er auf der Fachmesse Beauty seinen ersten Versuch in Sachen Nagellack. Drei klassische Farbtöne ergänzt um das gewisse Extra, wie er selbst behauptet. Es ist unheimlich modern, keine matten Nägel mehr zu haben, sondern sie dürfen etwas irisierend sein, die dürfen etwas schimmern. Du kannst dich ganz pur anziehen und haust eine tolle Farbe auf die Nägel und somit ist es ein Statement. Also Nägel sind heute ein richtiges Fashion-Statement geworden und das ist natürlich toll. Ohnehin geht es hier in den Düsseldorfer Messehallen viel um das Streben nach perfektem Aussehen. Von Make-up über die Inszenierung der Augenpartie bis hin zur medizinischen Kosmetik zeigt sich die Branche in all ihren Facetten. Das Publikum bunt gemischt. Und so hat auch jeder Aussteller hier auf der Messe seine ganz eigene Zielgruppe. Die Beauty-Junkies einfach, die 30, 40, 50 Produkte im Monat kaufen. Crazy Produkte, crazy Farben, darauf stehen die jungen Girls heute, weil jeder sich für einen Make-up-Artist hält und hier natürlich alles finden, was das Herz begehrt. So einzigartig wie die Wünsche der Kunden, so individuell sind auch die Wege, um überhaupt zu neuen Styling-Ideen zu kommen. Gerade das jüngere Publikum wird hier vor allem im Internet fündig. Also ich finde es total gut und ich meine, dafür ist ja gerade Instagram auch da, dass man sich Inspiration holt. Also ich screenshotte auch so viele Mädels auf Instagram und hole mir da Inspiration. Natürlich, ich sage immer, nicht von Head to Toe das Outfit nachahmen, weil das ist man dann ja auch irgendwie nicht. Für viele ist individuelles Make-up und Styling also das Geheimnis zu ihrer eigenen ganz persönlichen Schönheit. Ein Geheimnis, bei dem hier und da künstlich nachgeholfen wird. Einiges hier auf der Beauty ist Schein, manchmal sogar der Knutschfleck.